Ein Impuls aus dem Baumhaus. Heute geht es um dein Herz. Höre auf dein Herz. Du denkst jetzt beim Herzen, also eine emotionale Sache. Das meine ich in diesem Falle gar nicht, sondern ich meine dein Herzschlag und dein Ruhepuls. Dein Ruhepuls zum Beispiel kannst du super messen mit Uhren, mit Pulsschlaguhren und so. Oder auch morgens, wenn du aufwachst, wenn du in aller Ruhe bist, dann misst mal deinen Pulsschlag. Der Ruhepuls gibt Auskunft darüber, wie fit du gerade wirklich bist. Und wenn der Ruhepuls sich verändert, dann weißt du, wenn er steigt, dann weißt du ganz genau, du hast irgendwas ist in dir, irgendeine Erkältung oder ein Keim oder irgendein Virus, wie auch immer. Das merkst du vielleicht so nicht, aber dein Ruhepuls erzählt es dir. Das ist ganz wichtig, dass man ein Gespür dafür bekommt. Gesundheitlich, langfristig, wie auch immer. Und das ist dein Auftrag, wenn du ihn annimmst. Achte auf den Ruhepuls, den du hast.